Moin Moin, seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es das bzw. die Unboxings der Bang Bang Boxen von Punch, Arroganz und Babasat. Nun, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, auf was ich mich hier eigentlich eingelassen habe, denn diese Boxen sehen von außen komplett gleich aus. Würde nicht hier Sat Box und Punch Box stehen? Die von Sat ist etwas heller. Und ja, der Wolf. Nee, doch, Moment. Nee, die ist nie heller. Das ist nur die Rückseite, also die ist genau gleich. Ich habe mich nur geirrt. Die ist genau gleich, okay. Ich habe mich jetzt nicht wirklich informiert, beziehungsweise habe ich mich überhaupt nicht vorinformiert. Wenn jetzt der Inhalt derselbe ist, dann raste ich völlig aus. Egal. Link zum Messer in der Videobeschreibung, Link zu der Box und dem MP3-Download des jeweiligen Albums ebenfalls. Von der Punchbox waren da noch ziemlich viele zu haben auf Amazon. Und die Sadbox war, waren noch 9 Stück da irgendwie. Keine Ahnung. Ja, was soll ich jetzt sagen zum Album, beziehungsweise zu den Alben. Ich habe mir natürlich die Single-Auskopplungen bei Julians Blog Battle angesehen. Irgendwie mystisch, dass die Videos dort erscheinen. Zur CCN-Legende, zum Battle-Rap-Promo-Rapper, wie auch immer ich das bezeichnen soll, ist schon ein bisschen mystisch. Also Sat feiere ich eigentlich ziemlich hart. Also dieser Wasserkopf-Diss oder wie ist der Song? Hast du da Vista 2? Die gefallen mir sehr gut. Also wenn der auf diese Art rappt oder Doppelkopf-Anaconda, ich weiß nicht, wer es von euch kennt, gibt's mal einen. Das ist Sat, das ist geil. Punch Arroganz ist auf jeden Fall ein sehr guter Rapper, aber ist nicht so mein Stil, was ich jetzt gerne höre. Und ja, sonst teilt mir eure Meinung über die Alben mal mit. Würde mich interessieren. Und ja, der Scanner-Aufkleber klebt jetzt direkt auf der Box. Warum? Warum? Um Gottes Namen, das gehört auf die Folie. Egal. Die Boxen sehen von außen komplett gleich aus, deswegen zeige ich das Ganze nur mal an einer. Das ist die Vorderseite, Bang Bang, und dieses japanische oder was auch immer, ein Schriftzeichen. Ist das japanisch? Das erinnert mich an die Ghostbox von Raf Kamora, da waren auch solche Zeichen drauf. Distri, was auch immer, Sat, Punch Arroganz, VOI Design. Mhm. Und das ist die Rückseite, ebenfalls ein wütender Wolf. Ja, grafisch äußerst nice, kosten glaube ich 36,99 um den Dreh. Ja, mal schauen, ob sie es wert sind. Übrigens, warum das Video erst heute kommt, die Punchbox kam heute erst an. Es ist jetzt Montag, der 22. und irgendwie am Freitag kam dann die Sadbox schon an. Aber ich wollte sie halt zusammen vorstellen, deswegen habe ich jetzt noch gewartet. Ja. So, ich öffne sie mal parallel zueinander. Und ich habe hier schon... Ach, okay. Das eine T-Shirt ist weiß, das andere schwarz. Wir haben schon mal nicht dasselbe. Sehr schön. Bang Bang Aufkleber. Und dann dieser hier. Sat steht darauf. Die Aufkleber sind nicht ganz glatt. Die sind so wie die Passbilder, die wir damals in der Schule hatten. So rau. Gefällt mir. Gute Qualität. Sehr guter Druck. Schöner Aufkleber. Dann ein Interview. Ein Autogramm von Sat auf einer Karte. Dann persönlicher Downloadcode für die Tour-EP. Ja, jetzt regen sich wieder alle auf. Oh, du hast den Code in die Kamera gehalten. Oh mein Gott. So. Nice. Cooles Autogramm. Obwohl ein Foto natürlich immer Klassiker ist. Dann Primitiv-Effektiv-Tour 2016. Die kommen nicht nach Dresden, deswegen werde ich das Ganze nicht besuchen. Ich hätte so Sony besucht. Ich meine, Junge, dieser Batzen. Bones MC würde jetzt wieder durchdrehen, wenn er das sieht. Ja, dann das Mic in der Hand. Okay, die machen halt ihr Ding. Ich sage jetzt nichts Negatives oder Positives über die beiden. Die tragen jeweils ihren Hoodie. Ja, es wirkt, als wäre das hier das Jahresgehalt der beiden zusammen. No front.
Rückseite ist weiß, also das ist mal ein Poster. Hier sind die Tourdaten drauf. Okay. Ist das jetzt ernst gemeint? Ein T-Shirt, eine CD, ein Poster mit den Tourdaten. Das ist der ganze Boxinhalt. Ich meine, ja, okay, das Papier hier, aber Alter, was geht denn ab? Naja, schauen wir mal, was es sonst noch in der anderen Box gibt, beziehungsweise wie das T-Shirt aussieht und der Inhalt der CD ist. Aber auf den ersten Blick ist das verdammt mager. Also das ist ein riesiges Baggy, mit dem man, naja, 300 Gramm was transportieren kann, praktisch auf jeden Fall. Na, das T-Shirt stinkt, aber das ist ja nichts Außergewöhnliches. Es ist nicht von Gilden Softstyle oder von Fruit of the Loom. Es ist von Souls Imperial L500, Größe L, okay. 100% Baumwolle. Europe und made in. Bangladesch. Okay. Ja, das ist. Ich werde mal ein Foto posten, wo ich die T-Shirts trage. Auf Instagram gleich, bevor ich das Video noch hochlade. Hashtag BangBang steht unten. Und das ist das Motiv. Das ist jetzt das Saat-T-Shirt sozusagen. Okay. Cool. An sich hochwertige Qualität des Stoffs. Gefällt mir sehr gut, wie das sich anfasst. Der Druck ist okay. Der Druck ist rau, aber relativ hochwertig. Dann haben wir hier die CD. So. Das bekannte Cover. Rückseite. Die Tracks. 12 an der Zahl. Falls ihr nicht römisch lesen könnt, was keine Schande ist. Instrumentals. Und ja. Moment, Interlude und Interlude, also 10 Tracks. Okay, ich gebe es auf. 10 Lieder, naja. So, dann haben wir das Booklet. Oh, das ist ein Poster-Booklet. Mit dem Cover sozusagen. Cool. Rückseite sozusagen nochmal die Tracks. Wer sie produziert hat und wer sie geschrieben bzw. gerappt hat. The King. Achso, also dieses Zeichen hier steht für The King. Ja, das ist jetzt eigentlich nicht das Album von Kollega, aber okay, ich habe keine Ahnung, um was es geht. Dann haben wir hier die Disc 1 und die Disc Nummer 2, die Instrumentals. Ja, das war's mit der Saatbox. Also, der Inhalt dieser Box ist jetzt sozusagen das T-Shirt, die Box an sich. Dieses Poster, was kein Poster ist, sondern einfach nur Tourdaten, CD und dieses Papierzeug. Also ich zeige es euch nochmal, das ist der Inhalt der Box. Das hat einen Wert von 5 Euro. Ich weiß nicht, ob ich mich im Preis geirrt habe, ich gucke dann gleich nochmal nach auf Amazon. Aber die hatten jetzt, gerade bevor ich sie nochmal geschaut habe, bevor ich das Video gemacht habe, glaube ich, 30, also 36 Euro gekostet. Das ist doch nicht in ihr Ernst. Also, nee. Jetzt gucken wir nochmal in die Punchbox. Die Sonne stört, ich weiß. Ich mache sonst zu spät nicht meine Videos, aber die Tage werden immer kürzer. Naja. Box kennt ihr ja schon vom Design her. So, jetzt bin ich ja gespannt. Genau, dasselbe Poster. Okay, die Aufkleber sind nicht dieselben. Hier steht Punch und man sieht dieses Bild. Dann Punch Arroganz und seine Unterschrift. Hier ist übrigens derselbe Code, immer wieder und immer wieder. Und das ist die Punch-CD. Ich vermute mal sehr stark, dass das Cover innen so aussieht wie dieses hier. Und dann haben wir hier nochmal 10 Tracks. Moment, jetzt müssen wir mal gucken. Das sind jetzt die. Das ist also doch ein Collabo-Album und das sind dieselben Tracks drauf, sozusagen auf beiden
CDs. Man muss sich dann halt die Box von dem kaufen, den man mehr feiert. So habe ich das jetzt verstanden vom Prinzip her. Okay, ja, jetzt haben wir das Cover, wie ich schon mal vermutet habe. Als Mini-Poster im Booklet. Das Booklet ist dann dasselbe. Und The Warrior, also The Krieger für Punch. Ja, okay. Interessant. Instrumentals und CD, ich verstehe. Also im Prinzip sind die Sachen, die man bekommt, dieselben. Nur halt jeweils mit anderen Worten bedruckt und mit anderem Cover. Und das T-Shirt haben wir noch offen von Punch Organs. Es ist in schwarz und naja, riecht nicht ganz so streng. Der Stoff ist derselbe, ziemlich hochwertig. T-Shirt Marke und Art genau dasselbe. Und ein Hashtag Bang Bang. Und das ist der Aufdruck, also hier erkennt man den Wolf, aber nicht so gut. Also wenn ich es mal vergleiche mit dem Cover, da sieht das Ganze auf dem weißen T-Shirt besser aus, finde ich jedenfalls. Das ist hier ein bisschen misslungen, das sieht eher aus wie so ein Igel, also ist mal ohne Witz, sieht aus wie so ein Igel, die Stacheln in die Nase, ist ein richtig tollwütiger Igel. Ja, es ist alles kein Hate, es ist einfach nur, sind einfach die Eindrücke, die ich hier davon bekomme. Okay. Jetzt haben wir es nochmal durch. Das sind beide Boxen. Im direkten Vergleich ist alles dasselbe, was man hat. Nur die Logos sind anders. Ein T-Shirt ist schwarz, das andere weiß. Also mir gefällt das von Saat am besten. Und ja, sonst haben wir halt zweimal dasselbe. Und es macht wenig Sinn für Fans, beide Boxen zu kaufen. Das macht jetzt nur für mich Sinn, wenn ich sie euch vorstelle. Ich muss dann nochmal mich erkundigen wegen dem Preis. Also wenn die wirklich so viel gekostet haben, das ist ein bisschen hart. Also hier ist nur ein T-Shirt drin und ein bisschen Papier. Finde ich jetzt boxtechnisch eigentlich richtig mager. Naja, ihr könnt mir eure Meinung nochmal in den Kommentaren da lassen über das Album, über die Künstler und über die Boxen selbst. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, einen Daumen nach oben da lasst. Und bis dahin, euer Max Herzberg.